Servus Leute und willkommen zum Mod-Test. Wir testen heute die CR-Serie von New Holland. Wir haben hier vier wunderschöne Mähdrescher. Fangen wir mal mit dem kleinsten an. Das ist der CR97. Der hat 11.500 Liter Fassungsvermögen, 449 PS, kostet stolze 228.000 Euro, hat Schneidwerk, kann man sich da egal welches nehmen. Das zeige ich euch dann. Der zweitgrößte ist dann der CR9075 Yellow Bull. Das sieht man schon. Schwarze Kabine, gelbe Kabine. Richtig nice, oder? Und dann haben wir den CR890. Die haben alle drei 11.500 Liter. Der Unterschied ist einfach nur, der hat 449 PS. Er hat auch 449 PS. Und da haben wir schon einen stärkeren mit 94 PS. Der größte ist der C990 mit 571 PS und stolzen 14.500 Litern Fassungsvermögen. Ja, Fruchtarten sind die Standard, so wie man sie kennt. Das sind die Schneidwerke dazu. Das ist ein 5,5 Meter Schneidwerk um 21.000 Euro. Passt zum CR97. Da haben wir das 7,6 Meter Schneidwerk, 38.000 Euro. Passt zum CR97, CR99. Dann haben wir 9,7 Meter mit 45.000 Euro. Dann haben wir da der CR97 für CR99. Und schlussendlich das größte mit 12 Metern für den CR99 mit 65.000 Euro. Gar nicht mal so teuer. Schneidwerkswagen braucht man nicht erklären, kennt jeder. Unnötig. So, ich zeige euch jetzt einmal hier die Mähdrescher. Mit dabei sind wieder meine drei Tester. So, das ist einmal das kleinste Schneidwerk. Dann haben wir hier einen schönen Bull. Ja, von der Textur her finde ich den relativ geil. Allein schon mit diesen schwarzen Reifen, es gibt nichts Schöneres. Da haben wir das Yellow Bull Tattoo, sage ich jetzt einmal. Hinten Standardmähdrescher, wie man ihn kennt. Richtig nice. Aber ja, man kann auch noch die Tür aufmachen. Man kann den Wartungsablauf einleiten. Dann kommt hier die Leiter runter. Und oben bei dem Rohr geht das Gitter runter, beziehungsweise rauf, wie man hier sieht. Dann haben wir hier den CR890. Hier haben wir dann schon ein größeres Schneidwerk oben. Der Unterschied ist hier einfach, er hat eine gelbe Kabine, schwarze Kabine. Soll uns aber nicht stören, finde ich trotzdem geil. Das Fassungsvermögen ist dasselbe. Sonst ist er eigentlich dasselbe, nur dass er halt da kein Tattoo hat. Aber vom Prinzip her derselbe Mähdrescher. Dann haben wir hier noch den CR97. Da ist schon das drittgrößte Schneidwerk oben. Ebenfalls Tür öffnen. Bei dem auch Tür öffnen. Selbe Funktion wie die anderen zwei. Selbes Design. Wunderschön. Sehr schön verarbeitet. Und schlussendlich haben wir da hinten den größten. Da sieht man schon, das Rohr ist deutlich länger. Da hat man das schönste, schönste, schönste Schneidwerk. Mit dem kann man Spaß haben. 12 Meter läuft. Ja, und sonst außen selbe Prinzip. Außer dass der den größten Tank hat und natürlich oben die Deckeln größer sind als die gehen in die Höhe und der breitet sich in die Breite aus. Aber vom Design her genau dasselbe. Leiter, Wartungsarbeit, Ablauf kann man machen. Dann können wir da die Tür öffnen. Genau dasselbe Prinzip wieder wie den anderen. Wir werden jetzt demonstrieren, wie die am Feld funktionieren. Das werden wir jetzt einmal testen. Wir werden mal das Rohr einfahren. Dann werden wir das Schneidwerk. Ich werde mich ganz links hinstellen vom Feld und wir werden dann nach der Größe. Oh, schon. Ups. Moment. Mein Lenkrad Sorry. macht nichts. Mein Lenkrad war gerade aktiviert, deswegen. Ich fahre mal da. Wir werden eine Kolonne machen. So, ich stelle mich mal daher. So, aber noch nicht anfangen, bitte. Nur mal hinstellen. Ich werde vorfahren und ihr werdet dann bitte so 10 Sekunden warten und dann in einer Kolonne hinten nachfahren. Immer 10 Sekunden Abstand, bitte.
Gut, schauen wir es sich dann einmal an. Die Animation ist auch schon mal sehr gut geregelt. Er ist einfach wie ein Standardmetrischer. So wie man ihn kennt, mit einem kleinen Schneidwerk. Als Standardmetrischer richtig nice. Ist ja die. Funktioniert alles einwandfrei. Stroh-Ablage kann man ein- ausschalten. Der Tank ist auch sehr gut animiert, wie beim Standard. Und da haben wir jetzt die Kolonne. Also richtig nice, die metrische. Richtig gute Mod. Ja, da haben wir auch noch die Rundumleuchten. Standard halt. Das war der falsche Knopf. Dann haben wir Warnblinker. Blinker links, Blinker rechts. Da haben wir noch Licht hinten, Licht vorne. Ja. Die Tür können wir auch zumachen. Da ist der Wartungsablauf. Da kann man die Tür zumachen. Standardhupe. Und ihr seht, wenn man da in Kolonne fährt, wie schnell das Feld runtergeht. Das ist richtig nice. Warte, ich stelle mich auf die Seite. Ja. Für jede Map ein Muss. Diese Drescher. Das ist ein Paket. Ich habe euch den Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr die runterladen wollt, könnt ihr sie gern machen. Das ist von der Standard-LS-Seite. Wir nehmen dort die meisten Mods jetzt daher. Ich weiß nicht, ob was von Mod-Hoster kommen wird. Das kann ich euch nicht versprechen. Ich schaue, dass ich euch gleich direkt Links gebe. Damit ihr das nicht so kompliziert alles habt mit RAR-Dateien und bla bla bla, das tue ich euch nicht an. Und das tue ich auch nicht mir an, weil RAR-Dateien, die sind nicht schön. Am besten sind ZIP-Dateien oder Mods, die man gleich direkt installiert vom LS15. Ja, Preis haben wir gesagt. Hier sehen wir nochmal, wie die Kollegen alle arbeiten. Also wenn man da zu viert arbeitet auf dem Feld mit diesen Dreschern, ist das Feld gleich fertig. Also das ist super. Rundumleuchte, alles wunderschön. Ganz wichtig, der Blick in die Lok. Kein Fehler. Was will man mehr? So soll ein Mod funktionieren. Also ich kann euch den nur wärmstens empfehlen. Ich werde mal schauen, ob ich den irgendwann einmal für einen Tag, für einen Stream hineinnehmen werde. Damit wir die dann haben. Aber das werden wir dann noch besprechen. Ja. Von meiner Seite war es das mit der Mod-Test. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gestern schon angekündigt, ihr könnt gerne mir in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr sehen wollt. Und ich werde dem Wunsch nachkommen. Ich werde versuchen zu suchen. Und ja, eventuell kommen ein paar Mod-Hoster-Links auch noch. Aber das kann ich euch nicht versprechen. Jetzt momentan bleiben wir auf der LS-Seite. Macht aber sowieso keinen Unterschied, weil ZIP-Datei ist ZIP-Datei. Aber lassen wir das. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich von meinen drei Helfern. Dankeschön. Und ja, wir lassen die schöne New Holland CR-Serie stehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, euer DomiGamingHD.